Und ein herzliches Willkommen zurück zu Terranigma. So, weiter geht's. Wir haben die Dornenlanze erhalten beim letzten Mal. Und jetzt sehe ich mal zu, dass ich irgendwie ins nächste Gebiet komme. Und das sollte irgendwo hier funktionieren eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Oh, falsche Taste. Das ist also, wenn man davon habe ich schon reichlich. Okay. Ja. So, zurück. Ah. Nein, will ich nicht. Und die erste Seele. Die erste Seele, so. Oh, das hat mich noch getroffen. Okay. Und die zweite Seele. Da fehlen uns nur noch zwei. Und mal gucken, ob irgendwo noch ein Gegner rumspringt. Ja, die kriege ich nicht weg, ne? Kriege ich tatsächlich nicht weg. Oh, ich drücke mal einmal zu viel, ne? So, okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als hier runter zu gehen. Okay, hier komme ich nicht durch. Na nun, diese Feldwand sieht aber sonderbar aus. Sie wirkt so dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könnte. Ja. Yep. So zum Beispiel. Au. Au, au, au. So, ich habe aber nur drei Seelen, ne? Ich brauche nur eine. Das weiß ich doch schon jetzt. Aha. Ich muss einen Regenalter finden, ja, mache ich. Und wir haben noch einen Kristall gefunden.
So, 4 Seelen sollten ausreichen. Altar 2. Nice. War's das schon? Tatsächlich. Tatsächlich. So, jetzt schwimme ich mal. Und zwar dahin, wo ich vorhin nicht hochkam. Obwohl, nee, ich schwimme erstmal ganz woanders hin. Wartet mal, ja, komme ich immer noch nicht lang. So, Seele Nummer 1. Oh. Okay, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Hier war der Altar, das nützt mir noch gar nichts. Ah, ein Kristall, na wenigstens was. Moment. Moment, mir fällt da gerade was ein. Ha, genau. So war das. So war das. Das war eng. Das war eng. Ja, ich hatte nicht mehr dran gedacht, dass man die Dinger auch schieben kann. So, ich muss einen Regenaltar finden. Thank you.
muss ich die ganze Strecke zurück. Aber. Das war jetzt Reaktion, ne? Das war jetzt Reaktion. Na Moment, ich mache ihn mal. Die Erfahrungspunkte können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Deswegen alles mitnehmen. Was uns an Gegnern über den Weg läuft. Anstatt dass er gleich davon ins Wasser springen kann, ne? Nö, wir machen den riesen Umweg. Naja, gut. Dann gehen wir halt den Umweg. Ich war gerade am Überlegen, ob ich irgendwie auch schneller schwimmen könnte. Ach ja. Mit der Sprungtaste ging das. Gut. Nice. Altar Nummer 3. So, das dürfte es dann auch gewesen sein. Eigentlich. Dann würde ich fast sagen, dann kriegen wir das in diesem Part sogar noch hin, den Endgegner zu besiegen, ne? Das wäre nice. Ich habe ja noch auf ein Level-Up gehofft. Ich sagte ein Level-Up und nicht auf Abfackeln. So, wieder schieben. Ach, bei Regen explodieren die nicht, oder was? Okay. Na dann.
So, das sollte eigentlich reichen. Na komm. Komm mal runter, mein Freund. Au. Hey. Der mit seinen Sensen, ne? Der mit seinen Sensen. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt treffen konnte. Ja, ja, doch. Konnte ich sogar. Ich dachte nur, wenn er runterkommt. Aber gut. Ich kann ihn auch so treffen. Sadorus grinst diabolisch. Oh. Gut, das war's. Das war's. Ich weiß gar nicht, wie man dem am besten ausweicht. Ich kam jetzt gar nicht dazu, das zu probieren. Ike. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Säugetiere sollen ihre natürliche Form wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Ja. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Machen wir doch. Und wir sind zurück im Safarium. So, bevor ich jetzt aber mit allen rede. Werde ich erstmal speichern. Mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!